Herzlich willkommen zum 12. Tutorial von neo-gamefactory.de. Heute geht es um UDK. Ich werde euch ein bisschen den Builder Brush erklären, spezieller dein CSG Add und Subtract, dann was es mit dem Geometry Rebuild auf sich hat, Lightning Rebuild, und ganz zum Schluss werden wir einen eigenen kleinen Raum erstellen und ihn gegebenenfalls auch texturieren. Als allerersten Schritt müssen wir File, New und Blank Map mal auswählen. Schon sehen wir hier unsere Plane, Fireframe Plane, und unseren Builder Brush, das ist der rote Kasten, der rote Würfel. Wenn bei euch die Ansicht anders aussehen sollte, ist hier oben rechts in der Ecke die zwei Fenster, wenn wir da draufklicken, haben wir die Viereransicht. Side, Front und Top. Sprich von der Seite, von vorne und von oben. Und das ist die 3D-Ansicht. Damit lässt sich eigentlich ganz gut arbeiten. Und wenn man halt spezieller drauf eingeht, kann man wieder spezielle Fenster, Großformat, also Vollbild, machen. Und zwar immer mit diesem Button hier oben. Und das funktioniert bei jedem Fenster. Und wie wir sehen, hat auch jedes Fenster die eigene Toolbar. Und die ist überall identisch. Gut. Maximieren wir das jetzt erstmal, um den Builder Brush zu erklären. Momentan sind wir im Unlit-Modus, das heißt ohne Licht, aber schon mit Shadern. Wenn wir jetzt hier CSG Add machen, dann haben wir jetzt hier schon einen Builder Brush. Also nicht den Builder Brush, der ist ja hier. Wir haben jetzt hier schon unseren Würfel. Wenn wir jetzt den Fireframe, Brush Fireframe Modus nehmen, ganz links ist der, dann sehen wir, dass hier ein blauer Kasten, ein blauer Würfel entstanden ist. Der rote ist immer unser Builder. Und der blaue ist sozusagen Add-Effekt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel in den leeren Raum ein Subtract nehmen, sehen wir, dass auch da ein Würfel entstanden ist. Aber gelb. Wenn wir jetzt wieder auf Unlit-Modus gehen, dann sehen wir nur unseren kreierten Würfel. Aber den Subtract eben nicht. Wie denn auch? Da war nichts und wir haben es subtrahiert, also haben wir es weggenommen. Von was denn? Von daher sehen wir das nicht. Aber wenn wir in Brush Fireframe Modus reingehen, sehen wir den. Wenn wir jetzt zum Beispiel von unserem Würfel etwas extrahieren wollen, könnten wir jetzt den Subtract hier reinschieben. Und da müsste man jetzt eigentlich was sehen, aber wenn wir jetzt wieder zu dem Unlit-Modus gehen, sehen wir eben nichts, obwohl wir den Subtract-Brush hinzugefügt haben. Das liegt daran, dass wir jetzt erstmal die Geometrie neu kreieren müssen, also sprich Geometry Rebuild. Das ist hier oben, dieser Kasten, neben Lightning Rebuild. Dort klicken wir jetzt drauf, kommen ein paar Fehler, okay, schließen, und wir sehen, er hat das abgeschnitten. Gehen wir an Brush Fireframe zurück, sehen wir, es ist auch wirklich genau da, wo es sein sollte. Schieben wir jetzt den Brush wieder zurück, diesen Subtract Brush. Es ist immer noch so, wir müssten jetzt wieder rebuilden. Okay, Fireframe da. Schiebe ich mal wieder rein. Rebuilde einfach mal kurz. Denn es gibt nämlich noch eine wichtige Funktion. Und zwar kann man den Brush zuweisen, wann, ab welchem Zeitpunkt der Geometry Rebuild greifen soll. Ob er zuerst den nehmen soll oder zum Schluss. Also jetzt spricht die Reihenfolge. Momentan ist es so, dass der Building Brush zuerst kommt und danach der Subtract Brush. Und deswegen wird zuerst kreiert und dann vom Subtract Brush wird was abgeschnitten. Wir wollen jetzt aber, dass der Building Brush zuerst zuletzt erstellt wird. Zuletzt, genau. Da machen wir einen Rechtsklick auf den Builder Brush. Order to last. Wir sehen, es hat sich noch nichts getan. Wir machen jetzt nochmal Geometry Rebuild. Und wir sehen, obwohl der Subtract Brush in dem Building Brush vorhanden ist, ist nicht rausgeschnitten. Weil wir gesagt haben, er soll als letztes. Und genau das ist passiert. Wenn wir jetzt wieder als erstes nehmen,
einfach mal der Vollständigkeit halber, sehen wir, es wurde abgeschnitten. Gut. Also das war jetzt erstmal so das Grundlegende vom Building Brush und von den kreierten Brush, Subtract und Add, nur damit man mal weiß, wie man damit arbeiten muss. Das heißt auch, wenn wir jetzt ja, nur was verschieben, er ist ja jetzt abgeschnitten. Wenn wir den jetzt verschieben, den Add Brush, tut sich auch nichts. Wir müssen Rebuild. Was dann? Also man kann ja schieben, wie man will. Immer erst Rebuild und dann passiert da was. So. Steuerung Z funktioniert auch nicht. Deswegen ist es immer ganz wichtig eigentlich, wenn man vielleicht vorher eine also wenn man jetzt schon ein schönes Level hat, vielleicht vorher eine Sicherheitskopie anlegt, falls man doch mal irgendwie was versaut, dass man das wieder öffnen kann und nochmal versuchen kann. Gut. Löschen tun wir die Brush, indem wir die markieren und entfernen drücken. Wie gehabt. So. Dann gibt es noch, so wie bei jedem Editor und bei jedem Modellierungsprogramm, die Achsen X, Y und Z. Und ja, kann man halt schieben. Aber bei jedem vernünftigen Programm kann man natürlich auch drehen und skalieren. Da gibt es zwei Varianten. Entweder wir gehen hier oben in das kleine Menü. Momentan sind wir auf Translation Mode. Können wir noch Rotation nehmen. Dann ändert sich das so. Und dann kann man hier so drehen. Gut. Funktioniert. So machen wir wieder in die perfekte Position. So. Und man kann auch Scaling Mode nehmen. Dieser Scaling Mode jetzt zum Beispiel, da vergrößert er proportional. Also egal wo ich jetzt ziehe, vergrößert alle Seiten gleich. Dann gibt es noch den Uniscale, also Non-Uniform, so. Und da kann man dann in jeder Achse einzeln vergrößern. Und dann gibt es noch die schnelle Variante mit der Leertaste. Da können wir die ganzen Größen durchgehen, die ganzen Bewegungsmöglichkeiten. Und somit lässt sich einfach schneller arbeiten. Gut. Das Grundlegende ist geklärt. Nun möchten wir unseren eigenen Raum erstellen. Dazu klicken wir Rechtsklick auf den Cube Brush links und es öffnet sich ein kleines Fenster. Wir machen unseren Raum 1024 x 1024 groß. Und sag ich mal eine Höhe von 16. So. Schon haben wir hier so eine kleine Plane. Mit dem Mausrad kann man hier übrigens in den Ansichten wegzoomen. Und mit Rechtsklick bewegen. Also hin und her schieben. Mit Linksklick funktioniert es übrigens auch. Gut. Dann klicken wir auf CSG Add. Und wir haben einen Boden kreiert. Geometry Rebuild. So, Fireframe raus, Unlit-Modus. Und wir sehen, wir haben hier einen Boden. Mit dem Boden wollen wir jetzt hier arbeiten. Wir haben jetzt unser Grundgerüst, sage ich mal. Wenn wir jetzt in Lit-Modus gehen, also mit Licht, sehen wir, es ist sehr duster, es funktioniert nichts, weil wir haben halt noch kein Licht reingesetzt. Da gibt es zwei Varianten, Licht zu setzen. Einmal Rechtsklick in die Szene, Add Actor und Add Light. So, schon haben wir jetzt hier ein Licht. Dann gibt es aber noch die schnellere Variante. Wir drücken L und einfach Linksklick irgendwo hin. Und dort, wo wir Linksklick, also wo wir Linksklicken, dort erscheint dann auch das Licht. Aber wir möchten bloß ein Licht. Außerdem sehen wir, dass wenn wir ein Licht kreieren, es automatisch zu dem Lit-Modus rüberspringt. Machen wir
jetzt ein bisschen höher. So. Hier, dieser Kreis rings um das Licht bedeutet, dass die Größe von dem Licht ist, den Ausmaß. Das können wir, den Kegel können wir verringern, indem wir jetzt eine Leertaste drücken und den Scaling-Mode verwenden. Wir minimieren das jetzt einfach mal ein bisschen, so dass gerade mal die Wände, die wir später dann erzeugen, erfasst werden. So. Genau. Gut. Notfalls immer Lighting Rebuild. Use Light Mask nehmen wir raus. Und wir sehen, es hat sich ein bisschen getan. Nicht viel, aber ein bisschen. Gehen wir wieder in die anderen Einsichten. Verschieben das mal mittig. Beziehungsweise schieben erstmal die Plane mittig. Da ist der Builder Brush. So. Rebuild. Habe ich das Falsche geklickt? Nee. Ach, wir haben jetzt zweimal die Plane. Gut. Dann schieben wir das Licht in die Mitte. Gut. Und jetzt erstellen wir uns unsere Wände. Dort gibt es auch zwei Möglichkeiten. Zuerst machen wir einen Building Brush. Dann können wir wieder das Menü auswählen mit Rechtsklick auf Cube. X machen wir 124, Y machen wir bei 16 und Z bei... Ja, lass mal bei 16. Obwohl die 16 ist ein bisschen wenig. Machen wir mal 256. Passen den jetzt an. Schieben den an der Seite. Man kann übrigens auch Feintuning machen mit Alt und den Pfeiltasten. Das funktioniert genauso. So. Schon ist da an der Seite vorhanden. Aber wie wir sehen, ist es nicht ganz korrekt. Es überschneidet sich ein bisschen. Dafür müssen wir das Gitter ein bisschen verkleinern. Und zwar verkleinern wir es, indem wir aufs SZ drücken. Dann können wir das mit Alt den Pfeiltasten richtig schieben. So. So sollte es sein. Vergrößern tun wir sie, wenn wir rechts neben SZ und links neben Backspace drücken. Und da können wir das Grid sozusagen, kannst du richtig auswählen, vergrößern. Oder in dem Fall verkleinern. Ich mag es aber eher, wenn man so kleine Grids hat, kann man besser mit arbeiten. So. Dann drücken wir Build. Also CSG Add. Haben jetzt unsere Wand. Jetzt könnten wir natürlich einfach hier so rüberschieben und die nächste Wand verwenden. Und nochmal Build klicken. Aber man kann es auch anders machen. Building Brush mal jetzt ignorieren. Einfach den Brush verwenden. Also den Add Brush. Und man könnte jetzt Steuerung C und Steuerung V drücken. Aber man kann auch genauso gut einfach Steuerung gedrückt lassen. Und Alt drücken, meinte ich. Und dann rüberschieben. Und dann Add. Und schon sehen wir, dass dort eine zweite Wand ist. Hm.
Und jetzt müssen wir die anderen, da können wir auch, das können wir auch ganz schnell regeln. Topsicht. Und zwar markieren wir die beiden. Entweder, was sind denn jetzt hier? So. Also mit Shift gedrückt lassen und wir markieren beide. Steuerung gedrückt lassen. Bei der vorherigen Version war es Shift. Gut. Also Steuerung ist es, ja. Wir markieren die eine Wand, drücken Steuerung, markieren die andere Wand. Und schon haben wir beide markiert. Drücken wieder Alt und schieben einmal kurz. Und dann können wir mit der Leertaste die Wände drehen. So. Nochmal Leertaste. Und dann schieben wir die Wände richtig an den Platz, wo sie hingehören. Feintuning, wie gesagt, mit Alt und den Pfeiltasten. Sollte das Grid, also euer Gitter, würde nicht ausreichen, einfach vergrößern mit der Fragezeichentaste. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Und Geometry Rebuild nicht vergessen. Schon haben wir hier unseren kleinen Raum. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir noch ganz kurz Lightings Rebuild. Gucken, ob sich was tut. Ja, nicht viel. So, kommen wir zum Texturieren. Dafür öffnen wir den Content Browser. Dann haben wir hier Cool Materials. Das sind sozusagen die Texturen. Das sind nicht wirklich Texturen, also die Texturen sind schon belegt mit Effekten. Jetzt suchen wir uns einfach mal eine passende Wand aus, was wir haben möchten. Und schieben das dann einfach hier drüber. Also wir klicken das Material an, linke Maustaste lassen geklickt und ziehen es rüber. Wenn wir Doppelklick zum Beispiel auf so eine Textur, auf so ein Material machen, sehen wir, wie es zusammengesetzt ist. Hier ist die Textur, nochmal Textur, addiert mit ein bisschen Kräuseleffekten, dann haben wir Bumpmapping. Gut, und dann entsteht halt sowas. Aber genau darauf eingehen tun wir mal, machen wir mal ein anderen Mal, jetzt erstmal nicht. Ihr wisst jetzt, wie man Texturen belegt. Man kann aber auch, wenn die Textur markiert ist, wie jetzt hier gerade in diesem Beispiel, klicken wir auf die Wand, Rechtsklick und Apply Material. Das funktioniert genauso. Man kann aber auch genauso gut, wir schließen jetzt mal den Content Browser, man kann auch genauso gut Copy and Paste verwenden. Da kopiert er genauso gut die Textur. Zum Beispiel unseren Platzhalter hier unten, die Textur. Steuerung C, kopiert, klicken unsere Wand an, nehmen wir kurz so, klicken unsere Wand an und dann Steuerung V. Und schon haben wir wieder unseren Platzhalter. Aber wir wollen ja überall an den Wänden die richtige Textur haben. So. Und am Boden nehmen wir natürlich eine Bodentextur, Floor. Momentan sind es hier noch wenig Texturen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viele Texturen hätten, gibt es hier oben auch schöne Filter. Und man könnte auch hier oben schön Floor eingeben und schon sucht er das alles heraus, was da Floor Materials halt beinhaltet. Wir nehmen jetzt einfach mal passend zu der Wand dieses hier. Bisschen, naja, vielleicht ein bisschen zu dreckig, nehmen wir das. So. Oder das. Ja, ist ja. Nehmen wir das. So. Schon haben wir einen kleinen Raum, indem wir uns jetzt hineinversetzen können und spielen können. Also spielen im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Das war es dann auch erstmal. Wie ihr seht, ist auch bis vorne belegt, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm.
Warum haben wir hier? Da haben wir noch einen. Okay, weg damit. Hier hinten ist ja nicht schlimm, weil da sehen wir ja eh nichts. Gut. Wenn ihr das Spiel spielen wollt oder euer Level im Moment antesten wollt, drückt ihr hier auf diesen blauen Pfeil und ihr fallt genau dort, wo eure Kamera sich jetzt befindet, hinein ins Geschehen. Ja, ich habe etwas geändert. Lighting needs to rebuild stand oben. Klicken wir Lighting's Rebuild, Houston Light Mask machen wir raus. Und es hat sich auch ein bisschen was getan, okay. Probieren das nochmal. Play in Reefport. Und da sind wir. Gut. Das war's dann erstmal. Und beim nächsten Mal werde ich euch zeigen, wie man die Texturen anpasst. Momentan seht ihr ja, die sind eigentlich zweimal. Die müsste man fitten. Das nennt man so schön. Und das zeige ich euch beim nächsten Mal, wie ihr die Texturen richtig anpasst, sodass man halt nur noch eine Textur auf der Wand zum Beispiel ist. Aber bis dahin dann erstmal viel Spaß beim Ausprobieren, beim Rumexperimentieren. Jetzt wisst ihr, wie es Texturieren funktioniert, wie man Building und also den Building Brush mit Add und Subtract verwendet und da könnt ihr schon ein bisschen was zustande bringen. Und bis dahin viel Spaß beim Rumexperimentieren. Tschüss!